Umweltsprecherin der Grünen, Christiane Brunner, ist am Wort. Und zusätzlich, also mein Kollege Wolfgang Birkelhuber hat eine umfassende Anfrage an den Herrn Landwirtschaftsminister gestellt zur Zulassung von Glyphosat. Herr Minister, Sie haben recht, die Antworten darauf waren sehr ausführlich. Eine wesentliche Antwort hat aber gefehlt, nämlich die zu Ihrer Position dazu. Eine Frage ist allerdings beantwortet, die von einem meiner Vorredner auch schon gestellt wurde, nämlich kommt die österreichische Landwirtschaft überhaupt ohne dieses Unkrautbekämpfungsmittel aus? Und diese Frage ist, wie gesagt, beantwortet, die haben Sie nämlich selber beantwortet, mit Ja, in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung. Es gibt viele, viele Alternativen, und vor diesem Hintergrund stellt sich nochmal die Frage, warum wir ausgerechnet so ein Unkrautbekämpfungsmittel, das als wahrscheinlich krebserregend gilt, wo die hormonellen Wirkungen noch nicht einmal geprüft sind, warum wir jetzt überhaupt darüber reden, dass das zugelassen werden könnte. Das ist ein klassischer Fall für das Vorsorgeprinzip, das wir heute Vormittag rund um das Thema TTIP schon diskutiert haben. Unsere Klubobfrau Gerwischnik hat gesagt, naja, eine Mutter soll nicht nachträglich beweisen müssen, dass der Babyschnuller giftig war. Solche, wenn ein Verdacht besteht, dass ein Babyschnuller giftig ist, nur ein Verdacht, darf er nach dem Vorsorgeprinzip nicht in Umlauf geraten. Das Gleiche gilt für dieses Unkrautbekämpfungsmittel. Und ob das jetzt stattfindet oder nicht, ist eine politische Entscheidung. Natürlich gibt es Meinungen von Expertinnen und Experten. Das muss selbstverständlich unsere Basis sein. Und im Übrigen würde ich mir wünschen, wenn bei vielen anderen Themenbereichen auch so auf die Einschätzungen von Expertinnen und Experten gehört werden würde. Stichwort Klimaschutz. Dann hätten nämlich schon ganz andere Entscheidungen hier im Parlament getroffen werden müssen. Es ist eine politische Entscheidung. Dafür wurden wir gewählt, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist jetzt unsere Verantwortung. Wir Grüne haben deswegen einen Antrag eingebracht, einen sehr klaren, der klare österreichische Position beziehen würde. Der wurde vertagt. Beschluss hat es in diesem Haus nicht gegeben. Es hat allerdings eine Reihe von Beschlüssen gegeben, die zum Teil schon erwähnt wurden. Es gibt ja viele, viele Gemeinden, die entschieden haben, wir setzen dieses Gift bei uns nicht ein. Es gibt eine ganze Reihe von Bundesländern, die klare Entscheidungen beschlossen haben, dass sie dieses Gift nicht verwenden wollen, dass sie nicht wollen, dass Glyphosat weiter in Umlauf kommt. Und es gibt auch Entscheidungen von anderen Ländern. Also das Beispiel Schweden hat, Frankreich, hat mein Kollege Wolfgang Birkelhuber schon erwähnt, aber eben auch Schweden, Italien, die Niederlande werden sich gegen die Verlängerung des Einsatzes von Glyphosat aussprechen. Und die Frage ist, was macht Österreich? Das ist weiterhin unklar. Es ist zu erwarten, dass sich Deutschland leider enthalten wird. Das heißt, es kommt auf weitere Länder an, unter anderem eben auch auf Österreich, ob jetzt dieses Gift weiter in Einsatz ist oder nicht. Und Herr Minister, da komme ich zu der entscheidenden offenen Frage in der Anfragebeantwortung. Das sagen Sie eben auf die Frage nach der Position Österreichs, ob Glyphosat als genehmigter Wirkstoff in der Union gelistet bleibt, hängt von der weiteren Vorgangsweise auf EU-Ebene ab. Ja, aber was tragen Sie dazu bei, um diese Vorgangsweise zu beeinflussen? Und welche Position beziehen Sie? Und es ist eben nicht die Entscheidung der Kommission, sondern heute und morgen entscheiden die Mitgliedstaaten im Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit, wie wir zu dieser Frage stehen. Und da hätte ich mir schon eine klare Antwort von Ihnen erwartet und auch eine klare Position Österreichs. Und selbst wenn es eine Entscheidung der Kommission ist, erwarte ich mir vom Landwirtschaftsminister der Republik Österreich, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um diese Entscheidung zu beeinflussen. Und auch dann würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Position Sie im Namen Österreichs dort vertreten. Wir wollen eine Landwirtschaft in Österreich, die gut produzieren kann, die gesunde Lebensmittel produzieren kann. Dafür braucht es kein Gift, im Gegenteil. Und es ist unsere Erwartung an Sie, dass Sie sich dafür einsetzen. Im Übrigen bin ich der Meinung, Österreich braucht ein eigenständiges, starkes und engagiertes Klimaschutz-, Energie- und Umweltministerium. Danke. Die österreichische Landwirtschaft komme ohne Glyphosat aus. Es gebe viele Alternativen, sagt Christiane Brunner, die Umweltsprecherin der Grünen. Ein krebserregendes Mittel dürfe nicht zugelassen werden.